Mein Name ist Wang Lan. Ich lebe schon seit 20 Jahren in Deutschland. Ich habe an der Kunsthochschule Kassel Modedesign studiert. Und ich habe auch in China freie Kunst studiert. Seit 2006 habe ich von Hamburg nach Berlin umgezogen und habe ich dann mit einem Partner zusammen die Firma aufgebaut. Unsere Ambition ist attraktive Kollektion Strickmode mit hochwertigen Materialien wie Kaschmir, Seide, Leinen und so weiter. Und für Kunden ist die Aktion akzeptable Preise. Wir machen auch modisch, lässig, sportlich und auch elegant und auch angenehm zu tragen. Für beide Kunst und Mode braucht man Kreativität. Wenn ich Mode und Kunst zusammen verbinde, dann steht meine Galerie auf zwei Beinen. Ich denke, dass viele Leute Kunst mögen und Mode interessiert haben. Außerdem ist es heutzutage nur als Galerie oder nur als Boutique nicht einfacher zu überleben. Mit Kunst und Mode kombiniert steht das Geschäft stärker und gibt es auch für die Kunst mehr zu erleben. Ich wünsche mir die Galerie ein Begegnungsort für Kunst und Künstler aus China und auch aus Benin. Mein Ziel ist, erstmal Künstler aus China und speziell auch aus meiner Heimatprovinz Guizhou in Südwestchina nach Benin einzuladen. Ich bin Gastprofessorin an der Kunsthochschule des Minoritäteninstituts der Provinz Guizhou und an der Kunsthochschule in der Stadt Tongren. Und ich bin selber eine Künstlerin mit Wurzel in der Kultur des Minderheitsvolks der Miao. Deshalb möchte ich Kunstwerke von 5 verschiedenen Miao-Künstlern aus China ausstellen, zusammen mit Werken von mir selbst und vielleicht noch ein oder zwei Beniner Künstler in zeitgenössischen Position möchte ich zeigen, wie die traditionelle Miao-Kunst, Textilkunst und Malerei sich heute in China und in der Diaspora weiterentwickelt. Ich bewerbe mich gerade bei Bezirksamt für Kultur in Charlottenburg für eine Projektförderung für Kunst und Kultur. Ich hoffe natürlich, dass das gelingt. Dann wäre es viel einfacher, mein Ziel zu erreichen. Der Titel von meinem ersten Projekt mit China heißt Schmetterlinge und Drachen – Kunst der Miao in Berlin und in China. Ich plane jeden Monat einmal eine Kunstsammlung zu halten. Und natürlich, ich werde hier bei meiner Galerie meine Kunst, meine Kurse weiterzugeben. Also chinesische Tuschemalerei, chinesische Kalligrafie, chinesische Sprache und chinesische Stickerei.